Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu LS17 Burscher See, zusammen mit den Werner. Guten Tag und dem Randy, den Sachsen-Netzplayer. Hallöle. Ist er ja, hat ein Bild geschoben, der Hänger. So. So, wie, läuft das eigentlich von alleine hier? Ja. Ja, sehr schön. Also, Randy? Mhm. Mal mich nicht umfahren mit dem Zug, bitte. Nee, nee, ich bin ganz weit weg vom Zug. Ich habe immer noch ein Trauma. So. Und bitte. Nein. Oh, ansonsten gibt es bei dir noch irgendwas Spannendes, Besonderes, privat oder auf YouTube? Was habe ich denn? Also privat glaube ich nicht. Nee. Doch, ich habe jetzt tatsächlich von meinem Onkel. Er ist ja Fotograf. Hm. Habe ich mir jetzt eine Kamera ausgeliehen. Eine Canon GX7 Mark II. Sagt mir was, ja. Der werde ich jetzt erstmal gucken, werde ich das nächste Loot Chest Video machen und gucken, ob das geil aussieht. Mhm. Weil die doch relativ geile Aufnahmen macht, habe ich gehört. Dann werde ich irgendwie meinem Onkel so verliehen, dass wir das so einen kleinen Deal machen. Dass ich, wenn ich sie brauche, mal ab und zu nehme, weißt du, für ein, zwei Tage und da einfach mal ein paar geile Sachen filme. Für YouTube. Mal gucken. Bin da eigentlich auch am Überlegen. Ich habe ja noch den Camcorder. Ja. Aber damals war der geil, ne? Aber mittlerweile hat Ibranska gesagt, ne, Camcorder sind halt echt out. Ich habe eine Legria hier liegen, ne? Ja, die wird nicht mal das produziert. Das war damals auch geil, weißt du? Ja, die wird mittlerweile gar nicht mehr produziert. Die Dinger sind schweinisch im Preis gestiegen, weil es halt keine mehr gibt. Ich weiß auch nicht, wo sie die Produktion gestoppt haben, aber. Weil es war ja eigentlich der Verkaufsit für die, aber. Absolut. Whatever. Es gibt zwar noch Legria-Modelle, aber die sind dann also weit weg von den kleinen Dingern. Das sind halt solche übelsten Brocken-Dinger dann. Ja. Die gibt's noch, die kannst du dir aber auch nicht leisten. Lanzke hat halt gesagt, der Trend geht halt mittlerweile zu Systemkameras. Also DSLR sind auch schon wieder am Abklingen. Ja. Also Spiegelreflex ist, glaube ich, DSLR, wenn nicht alles durch. Also die großen Dinge halt, weißt du? Ja, ja, genau. Das geht jetzt alles so zu mehr oder weniger kompakten Systemkameras halt hin. Und habe ich mir halt auch mal so geguckt, weil wo ich damals den geholt hatte, war das geil, ne? Ohne Frage. Das ist ja auch mittlerweile ja gefühlt auch schon fast, ne, das durften jetzt, also nächstes Jahr sind es 4 Jahre. Und Technik altert ja bekanntlich sehr schnell. Das ist richtig. Das Ding ist halt nur, das Ding ist erst nächstes Jahr dann auch mal komplett abbezahlt. Ja. Weißt du, das ist das nächste Ding, weil ich hab's halt damals. Naja, was ist, das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich hatte immer, ich hab Trick 18 gemacht. Man hat sich einen Camcorder gekauft, beziehungsweise ja. bei dem Versandhaus deines Vertrauens, die nicht nachfragen, einfach auf Ratenzahlung gekauft, für die Gamescom genutzt und wieder weggeschickt. Aha. Ne? Somit hast du was gratis. Und, aber ich bin auch doof. Ja, somit hast du im Endeffekt ja gratis, ne? Ja. Und das hatte ich das erste Jahr gemacht. Und mein zweiten Jahr habe ich mir dann, habe ich ja wieder ihn geholt. Da kam dann zu ca. 800 Ocken das Ding. Boah. Und hab mir, er war halt damals ne, schon ein geiles Ding. Ja, ja, und klar. Ich hab mir dann damals so gedacht, naja, eigentlich kannst du noch behalten, ne? So für mal Vlogs und so, ne? Ja, ja, eben, ja. Kannst du eigentlich schon behalten. Hab ich mich damals entschieden, gut behältst, ne? Und habe ich aber damals vergessen, dass ich halt ganze 48 Monate dafür genommen habe. Und ich 36. Ja. Und seitdem wird es halt immer kleckerhaft zurückbezahlt. Und das ist halt nächstes Jahr irgendwann leider Gottes erste Finito. Ich meine, gut, wenn ich die jetzt verkaufen würde, könnte ich auch den Restbetrag mit EMA zahlen, wenn es jetzt sagt, wäre Ruhe. Ich wollte gerade fragen, eine vorzeitige Zahlung geht. Der Restsumme nicht möglich? Doch, doch, geht. Muss halt aber immer abgewegt werden, ne? Klar. Ja, muss halt. Also mal so die Sache, bevor ich mich da gesträubt hatte. Weil das ist jetzt ist immer so eine Sache, die mir momentan so massiv auf den Sack geht. Ich hatte jetzt letzte Woche wieder einen Brief gehabt, ne?
auch wieder so typisch, wo du dir denkst, alles klar, irgendwas Öffentliches, weißt du? Ja. Rupp die Scheiße so auf. Mahnung. Ich denk mir, okay. Aha, für was denn? Ne, lese mir das so durch. Naja, 98 Euro. Hätten sie, also ne, ich hätte bis zum 10. wäre eine Rate nicht vollständig bezahlt worden. 98 Euro hätten sie dann gern bis zum 1. August. Da denke ich mir so, für was denn? Ne, lese mir das so durch. Und denk mir, ach, Dingszurückzahlung. Steuer hier über, also eine Rückzahlung, zu viel verdient, zu wenig angegeben, bla bla bla. Ja, ja, ja. Das Übliche. Da denke ich mir so, wir haben uns doch im Monat auf den Beitrag geeinigt, weißt du? Und guck da mal die alten Unterlagen so durch. Ja, ja. Das ist jetzt im Juli. Dieses Jahr ist dieser Ratenvertrag, weil der maximal 2 oder beziehungsweise 3 Jahre geht, ausgelaufen. Ja. Und da hätte man sich bei denen melden müssen und hätten jetzt nochmal für die restliche Summe von 98 Euro nochmal einen neuen Vertrag für die letzten 2 Monate, also ne, für nochmal einen Monat ohne Schlussrate, nochmal beantragen müssen. Weißt du, und nun sind das 98 Euro. Nun denke ich mir, weißt du was, habe ich keine Lust dazu. Zahlt jetzt die 98 Euro halt mit EMA und dann ist Ruhe im Puff. Ist ja nicht so, als hätten sie letzten Monat für den vorigen Monat von mir auch schon 200 Euro gekriegt. Wisst ihr, ich freue mich, dass ich schöne Skins rausziehe, dass ich mal ein bisschen was auf die hohe Kante legen kann. Ja, und da kommen die Idioten immer wieder, wisst ihr, und wollen die Kohle haben. Genau. Das ist absolut, wisst ihr, da machst du mal endlich mal ein bisschen Kohle, wo du sagen kannst, kannst du auf die hohe Bank legen und es wird dir sofort wieder weggenommen. Das ist so, als wie sie das riechen würden, ne? Und sagen, naja. Oh, der hat wieder, oh, der hier, guck mal, da gibt's was zum Holen. Naja. Und da kommen sie an, weißt du? Das nervt. Guckt man das teilweise auch vor. Das nervt wahnsinnig. Ich meine, gut, damit ist die Rückzahlung dann mal jetzt auch erfolgreich. Also, ne, die ist dann damit in 98 Euro abgeschlossen. Das waren halt 3x1300 Euro. Das war halt das erste Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich halt, wie soll ich sagen, ne, einfach zu vorsichtig geschätzt. Ne? Weil ich wusste ja nun nicht, das war das erste Mal, ich wusste nicht so wirklich, ja, was kommt jetzt rum, was kommt jetzt nicht rum, da schätzt du halt einfach vorsichtig. Ne? Und im Endeffekt viel zu viel verdient. Ne? Ja, und dann wollten die mit EMA 1400 Euro haben. Und das Problem ist ja nicht nur für die Leute da draußen, die sich da nicht so auskennen. Ne? Also du musst jetzt sagen, du wirst jetzt im Jahr 2018 zum Beispiel, wirst du Hausnummer, wirklich Hausnummer jetzt, sagen wir mal 20.000 Euro verdienen. So, okay? Und dann sagen wir mal, Ende 2018 siehst du auf einmal, oh, ich habe nicht 20 verdient, sondern 30. So, da kommt schon mal eine Nachzahlung und im gleichen Atemzug kommt aber auch eine Vorauszahlung für diese 30, angenommen für das 19er Jahr. Richtig. So, und dann bist du am Arsch. Das ist richtig. Das ist, also eigentlich, hat das schon mal einer gesagt, eigentlich sind wir komplett bescheuert, in diesem Land das mit YouTube zu machen. Bei dem Steuersystem, was wir haben. Das ist eigentlich komplett bescheuert. Weil in keinen, also es gibt viele Länder, da geht es natürlich auch noch ein bisschen krasser, aber im Endeffekt gibst du die Hälfte von dem, was du verdienst, ab am Staat. Warte, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das bei euch ein bisschen angenehmer ist, aber ich glaube, ihr seid fast ähnlich. Ihr habt, glaube ich, einen Mehrwertsteuersatz von 1% mehr wie wir. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie die Gewerbesteuer bei euch ist. Ja, das kommt auch wieder drauf an, weißt du. Das ist immer so... wenn du das machst, musst du weniger Steuern bezahlen. Wenn du das machst, dann bist du richtig am Arsch und so weiter und so fort. Also, auch komplizierter als sein muss. Ja. Aber uns auch live roundabout technisch, die Hälfte gibt's dann Steuern ab. Die Hälfte kommt definitiv weg. Das ist, Na, das ist. Das ist halt so, das Ding, wirst du hören, so viel. Dann ist dann auch, den Leuten egal, ob du dann einen neuen PC brauchst zum Beispiel, ne, der 3.000, 4.000 Euro kostet, das juckt die nicht. Ja. Die sehen halt Zahlen, weißt du? Oh. Das ist halt echt, das für ein Arsch, weißt du, so Firmen wie Amazon oder Apple und so, die zahlen hier in den Land 0,5% Steuern. Aber werden auch geduldet, weißt du warum? Weil sie halt groß sind, weil sie Arbeitsplätze haben. Richtig. Einfach nur Arbeitsplätze. Was heißt einfach nur? Ist schon, ne? Also, Respekt dafür, aber... Ja, wo die das halt wirklich gebracht haben, dass der Apple für 1 Milliarde umsetzt hat, und dann zahlen sie hier in Deutschland, ich glaube, 1000 Euro Steuern. Ja. Oder auch Amazon, weißt du? Das ist nicht schlecht, Herr Specht, ne? Und alles vom deutschen Finanzamt halt abgesegnet, ne? Weil ja, sicher. Das sind halt Steuerkonzepte. Ne? Aggressive Steuervermeidung. Ja, das kann eigentlich theoretisch kann das jeder machen. Ne? Das haben sie ja mal so in der Reportage halt gebracht. Das hat so eine Reporterin vom ZDF halt selber mal versucht mit ihrer Firma. Die macht, glaube ich, 10.000 Euro im Monat. Ja. Gewinn. Und Gewinn, okay. Gewinn. Da denkst du ja schon, ist krass, ne?
Ja, ja, gewinnen, okay, ja. Und ist so zum Steuerberater zum Normalen, hat gesagt, ne, hier und hier und da und da. Und weil er hat gesagt, naja, so halt Briefkastenfirma Amsterdam und dann halt Panama oder halt irgendwo in irgendwelchen Inseln halt, ne? Noch eine Cyberfirma. Minder. Naja, er kennt sich nicht damit aus, er wird es halt nicht machen und oder beziehungsweise kann dafür halt nicht beraten. Ne? Dafür sind halt andere Steuerberater von den Großen zuständig. Ja, ja, okay. Ja, dann hat sie dort angerufen. Moment. Ja. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Au! Hi Randy, ey. Komm schon, geh hier rein. Komm, was halt hier? Moment, so. So, Entschuldigung. So, und hat sich halt so an die Steuerberater-Unternehmen da gewendet, wo halt auch Amazon und Co. halt ist, ne? Ja. Hat er so angerufen, ja, bla bla bla. Ja, was kostet denn so bei Ihnen so eine Beratungsstunde? Nur 8000 Euro. Ach, ja gut. Ne? Gönnst du dir? Und halt so nachgefragt, ne, was machen Sie denn so Gewinn im Monat? 10.000 Euro. Und da sagte die so, ja, unter 1 Million Euro im Monat lohnt sich das erst gar nicht. Wow. Ist ja klar, wenn du alleine für eine Beratung bestimmte 8000 Euro bezahlen musst. Wollte gerade sagen, ne? Ja klar. Also. Und dann ging es halt noch so rum, wie das halt funktioniert. Ne? Die schreiben halt, die machen einen Steuerplan fürs Finanzamt. Sprich, die legen im Finanzamt ein Dings vor, wie die Geldflüsse halt laufen. Und dass, wenn das Finanzamt absegnet, als wie, oh Gott, das Geld geht nach Amsterdam oder nach Irland und dann auf irgendwelche Inseln und die sagen dann ja, dann ist das so vollkommen legal. Ja, ne? Klar. Diese Steuervermeidung. Und hat sie halt beim Finanzamt angefragt. Dann meinten sie so, ja, da können sie einen Plan ausarbeiten. Den können sie uns vorlegen. Das kostet einmalig oder pro Antrag 20.000 Euro. Ja, lol. Und wenn das dann alles passt, können wir das absegnen. Wie viel Umsatz machen sie? Und also gewinnen, nur so 10.000 Euro. Ja, nee, also unter 1 Million Euro lohnt sich das nicht. Hey. Weißt du, das ist krass. Und somit ist es ja eigentlich so, dass die... Was ja prinzipiell so ist, die genug Kohle haben und oder genug Kohle machen, die werden halt noch bevorzugt, dass sie noch mehr Kohle machen können. Ja, richtig. Weißt du, der einfache Mann, der wird halt einfach ausgenommen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und das ist halt alles komplett legal, ne? Die verdienen sich da mit den 20.000 Euro pro Antrag eine nette Summe nebenbei. Weißt du, dann geht das alles klar. Weil sie schaffen ja Arbeitsplätze. Ja, klar. Also im Endeffekt, die Steuern, die du nicht zahlst, wird sich das Finanzamt denken, die holst du halt mit den Arbeitsplätzen wieder rein, weißt du? Scheinbar. Das ist halt so eine Sache, weil die hatten halt noch so das Konzept, weil ja viele dann gesagt haben, ja, warum nicht einfach eine Firma, also viele stellen sich das ja zu einfach vor, ne? Wie kann man sagen, ja, du kriegst so eine Firma in, ja, Panama ist jetzt mittlerweile nicht mehr so der schönste Ort dafür, ne? Seit dem Skandal da. Aber du machst halt irgendwo in irgendeiner Insel, machst halt eine Firma auf, zahlst 5.000 Euro dafür und transferierst halt das Geld dorthin. Ne, und da ist das weg. Ja, ja, ja. Was viele halt vergessen, bevor das Geld Deutschland verlässt, schaltet sich schon das Finanzamt, also an der Grenze von Deutschland schaltet das Finanzamt schon dazwischen und versteuert das einmal und dann geht's erst dorthin. Weil dann machst du ja im Endeffekt, weil du hast einen deutschen Standort, du lebst in Deutschland, ja. Ja, und da kannst du nicht das Geld einfach in ein anderes Land transferieren. Und du sagst das Finanzamt, ne, Moment, na so nicht. Denn da ziehen die natürlich, bevor das Geld aus Deutschland rausgeht, ziehen die da die Steuern ab und der Rest geht dorthin. Hast du also nichts gekonnt. Ne? Ja. Weil du da keinen Plan den da vorgelegt hast. So einfach ist es nicht. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst in diese Steueroasen, kannst dein Unternehmen dort aufbauen, meldest dich in Deutschland ab und meldest dort dein Hauptwohn oder bleibst halt Deutschland, bist weiter ein deutscher Staatsbürger, machst aber halt deinen Hauptstandort dort. Und warum du dorthin gehst, das ist nicht, dann darf es nicht steuerliche Vorteile haben, sondern muss es geschäftliche Vorteile haben, warum du dort bist. Ja. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt in ein Land ziehe, wo ich 0, also wenn ich jetzt Umsätze in Deutschland erwirtschafte und in dem Land sind Umsätze außerhalb des Landes steuerfrei und ich ziehe dahin, dann sage ich, warum ziehen sie denn dahin? Ja, das hat geschäftliche Gründe. Ne? Also ja. Ich brauche für meine YouTube-Videos brauche ich einen schönen Strand, schöne Palmen, Wärme. Ne? Ist ganz klar, ne? Hat nichts mit Steuern zu tun. Ja, ist bescheuert, glaubt dir auch keiner. Funktioniert aber, wenn du es halt wirklich wirklich einen guten Grund dafür nennen kannst, weißt du? Ja. Aber das ist dann halt so. Es gibt ja wirklich Länder, alles was du außerhalb von diesem Land erwirtschaftest, ist steuerfrei in diesem Land. Ja, also Panama ist halt so ein Staat oder so eine Insel halt da für sich halt. Da machst du halt im Endeffekt deine Firma, also du bist, das ist dein, im Endeffekt tauschst du. Du machst deine Firma in Deutschland, dein Standort aber halt in, oder dein Hauptwohnsitz halt in Panama. Ne?
Und dann erwirtschaftest du halt Geld in Deutschland, was du in Panama nicht versteuern musst, in Deutschland aber auch nicht. Genau. Und somit bleibt dir mehr von deinem Geld. Richtig. Das ist ja nicht die Ende des Liedes. Ja, ist richtig. Aber du warst oder ich war? Du warst. Gut, Freunde, Däumchen da lassen nicht vergessen, bei Werner vorbeischauen. Und wenn ihr Steuern sparen wollt, lasst's lieber, kriegt mehr Ärger wie alles andere. Tschüdelü. Tschüdelü.